So, schönen guten Abend schon mal. Es geht sofort los. Ich muss nur den Disclaimer, also diese Einblendungen da noch ein bisschen aufzeichnen aus rechtlichen Gründen. Sobald wir alles drin haben, seht ihr mich auch. Geht gerade los. So, da sind wir. Online wie immer am Mittwoch um 8:30. Schönen guten Abend in die Runde. Der Alex hier darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserem allwöchentlichen Erfahrungsaustausch hier vor Ort in unserem Kanal. Schön, dass wieder so viele dabei sind. Ich sehe ein paar neue Namen, Schrägstrich Gesichter, die ich mal zumindest dahinter vermute. Ich sehe einige bekannte Gesichter. Das ist schön. Dann geht es den Leuten zumindest immer so gut, dass sie immer zu uns wiederkommen können. Das ist doch schon mal schön. Ansonsten sind wir heute mal unter uns, mehr oder minder, ohne Fachkraft oder ohne fachliche Unterstützung, in Anführungszeichen. Denn die Jacqueline wird später noch zu uns stoßen, hat sie gesagt, falls die ganz, ja, anspruchsvollen Fachfragen hier in unserer immerhin doch schon erfahrenen Runde nicht geklärt werden können, sage ich mal so. Aber es ist ja immer schön, die dabei zu haben. In diesem Sinne freue ich mich, wie gesagt, dass wir uns hier wieder sehen. Ich muss und darf euch auf ein paar Sachen noch hinweisen. Das ist nun mal so. Der Falco hat es schon richtig kommentiert im Chat zu meiner ersten Ansage. Wir tauschen uns hier aus mit unseren persönlichen Erfahrungen, die wir hier so gemacht haben, über und mit den Live-Farm-Produkten Lemonine und Co. Das wisst ihr. Es geht darum, dass wir ihr erzählen könnt, sollt, dürft, was ihr damit erlebt, was sich Tolles verändert hat oder was sich eben noch nicht verändert hat und woran das vielleicht liegen könnte. Also wir klären hier Fragen auch für euch. Ansonsten machen wir aber bitte keine Heilaussagen. Also es behauptet bitte niemand, dass eine bestimmte Krankheit mit einem bestimmten Produkt aus dieser Reihe definitiv geheilt werden kann. Das dürfen wir rein rechtlich nun mal nicht, ist aber auch nicht schlimm. Dafür sind wir ja hier in privater Runde und tauschen uns einfach darüber aus, was wir erleben. Und ich weiß, dass es eben schon vielen so ergangen ist, dass wenn sie doch ein, zwei, drei, vier Erfahrungen hier gehört haben, die immerhin alle live berichtet und selbst erlebt sind, und dann ihr Problem vielleicht daran wiedererkennen, zumindest im Ursprung, dass man doch vielleicht mit einem besseren Gefühl gewisse Sachen mal annimmt, ja, mal ausprobiert, in der Hoffnung, dass sich für einen selbst was verbessern und verändern kann. Und deswegen sind wir ja hier. Deswegen machen wir das alles. So, jetzt sind wir hier gerade noch mal. Oh, das ist aber schön. Immerhin, das Motiv ist schön. Trotzdem werde ich das mal beenden. Na, ich kann es nicht. Kann nur der Andreas, dann muss er das mal bitte machen. Sonst sehen wir hier weiter dieses wundersüße Kätzchen. Dann kommen wir doch gleich auf die Bedienung dieses Programms zu, aus aktuellem Anlass. Ihr habt ganz unten in dem Bereich die Möglichkeit, links eure Kamera und euer Mikrofon ein- und auszuschalten. Daneben auf diesem grünen Button ist der, auf den ihr bitte nicht draufdrücken sollt. Da teilt ihr euren Bildschirm mit uns. Solange das nur so ein Kätzchen ist, ist das ja alles noch gut und schön. Aber denkt dran, wir würden dann alles sehen, was gerade auf dem Bildschirm zu sehen ist. Ich glaube, es ist jetzt aber auch deaktiviert. Ich habe es auch so eingestellt, dass sich erstmal keiner selbst freischalten kann. Da müsst ihr bitte Verständnis haben. Das ist keine Laune, sondern das passiert sonst einfach zu oft. Und dann haben wir einfach zwischendrin zu viele Störungen, die uns das Ganze dann ein bisschen ja, beeinträchtigen. Auch wenn es zwischenzeitlich dann immer mal lustig war. So viel kann ich sagen. Aber gut, wie gesagt, ansonsten gibt es in diesem Bereich Teilnehmer verwalten noch die Möglichkeit, dass ihr eure Hand heben könnt. Also nicht so, wie ich es jetzt mache, sondern über die Funktion Hand heben. Das versuche ich immer wieder zu erklären.
manchmal klappt es ja auch schon. Also es gibt die Funktion einfach. Das heißt, man drückt auf die Taste, dann Handheben und dann wird mir das angezeigt. Dann sehe ich, dass ihr was sagen wollt. Das macht es zumindest leichter. Je überschaubarer die Runde noch ist und die Leute ihre Kamera anhaben, umso eher geht, oder umso leichter geht es aber auch noch auf anderen Wegen. Ansonsten können natürlich auch Fragen, wenn ihr die habt, obwohl ich dann später auf die Jacqueline verweisen würde, damit in den Chat schreiben. Nur an mich oder nur an den Andreas zum Beispiel oder auch dann nur an die Jacqueline, jetzt zum Zwecke der Diskretion, ja, das ist also auch kein Problem. Wir sprechen dann nur über die Frage und über das Problem damit und dann sagen wir keinen Namen, dann ist das demjenigen sicherlich auch lieber. Und wir haben die Frage trotzdem besprochen. So könnten wir das machen. Ansonsten könnt ihr gerne schon loslegen und euch melden, wenn ihr denn was sagen wollt. Wir freuen uns über jede Erfahrung, die ihr gemacht habt, sei sie auch noch so klein oder kurzfristig oder hören wir uns auch an, wenn es irgendwelche Probleme mit irgendwas gibt. Wie gesagt, dafür machen wir das hier. Seid da ruhig, mutig und vorneweg. Kein Problem. Dann können wir uns hier den Abend gut füllen. Ansonsten, da ich ja weiß, dass eigentlich immer alle sofort am Anfang drauf losstürzen und unbedingt ihre Erfahrungen loswerden wollen, würde ich euch noch mal ein bisschen von mir erzählen. Ich bin also der Alex, bin der Lebensgefährte vom Andreas. Die meisten wissen das. Das ist halt auch das, was uns hier verbindet in unserer Arbeit mit euch. Und das ist für uns auch das Schöne daran. Deswegen machen wir euch auch hier diese Angebote. Im Rahmen dessen bin ich ja sozusagen dazu gekommen, wie die meisten vielleicht von euch oder wie manche vielleicht von euch zumindest, indem da einfach ein paar bunte Pillen und Kapseln auf den Tisch lagen und es hieß hier, nimm mal, probier mal, das ist gut für dich. Und gut, ich bin ich ehrlich, bin da Skeptiker, auch was andere Dinge manchmal angeht, aber auch gerade was so die Gesundheit angeht, Ernährung und so weiter, bin ich erstmal skeptisch und war grundsätzlich so eingestellt, nee, ich nehme nichts, ich brauche nichts zusätzlich, ich ernähre mich gesund, ich mache Sport, ich laufe auch beruflich den ganzen Tag draußen rum an der frischen Luft. Okay, ich rauche, ja, immer noch, sorry, da arbeiten wir noch dran, aber erstmal mental. aber ansonsten war ich der Meinung, hier, ich brauche das nicht. Gut, dann ist es ja nun mal desjenigen Liebsten, der einen da was Gutes will, zumindest vermeintlich, dann sagt man halt, naja, gut, okay, weil du es bist. Dann habe ich die Dinger genommen, 2-3 Tage, relativ regelmäßig, sage ich mal. Wenn er es nicht mitgekriegt hat, habe ich es auch mal nicht genommen. Aber ich habe sie dann genommen und ich kann wirklich sagen, so am 3. Tag habe ich es für mich beim ersten Mal beim Aufstehen gemerkt. Ich bin aufgestanden und hatte eigentlich so die ganze Phase vorher da, sag ich mal, keine Böcke sofort in der ersten Minute des Wachseins aufzuspringen und ja, yippie, schön, dass der Tag da ist. Uns ging es auch zu der Zeit auch noch nicht so gut wie jetzt, sage ich mal. Also das war natürlich auch so ein bisschen mental und emotional begründet. Aber wie gesagt, ich bin nicht gerade aufgesprungen und los in den Tag, aber an diesem Tag war das so. An dem 3. Tag nach der Einnahme bin ich wirklich aufgewacht und dann konnte es losgehen. Ich war gut gelaunt, ich war fit, ich habe gut geschlafen und ich habe mich auf den Tag gefreut. Und das war anders, das war irgendwie neu und das war auch begleitet von so einem inneren Gefühl der Wärme und der Ausgeglichenheit, so ein bisschen Zufriedenheit, ich will es noch nicht übertreiben, aber so die Anfänge dieser Gefühle, die waren irgendwie schon mal da. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, vielleicht hat es ja doch was damit zu tun. Nehme ich das mal weiter. Und es war auch so, es hat sich für mich so bestätigt. Ich habe also grundsätzlich ja besser geschlafen, war fitter, belastbarer, beanspruchbarer und konzentrierter bei allem, was ich so getan habe.
Und das war ein Gewinn für mich, ne? Schon mal. Und da habe ich schon mal als normaler Mensch erkannt, dem es nicht hier und da zwickt und zwackt und oder sonst was für Probleme schon hat, dass ein Nahrungsergänzungsmittel, was gar nicht unbedingt dafür gedacht ist, mich mit Mineralstoffen, Vitaminen oder sonstigen Dingen, die es zu Tausenden gibt, zu versorgen, doch helfen kann bei etwas. Und da war ich erstmal stutzig. Und dann habe ich das erstmal so ein bisschen weitergenommen und haben sich noch so ein paar verschiedene Dinge auch noch merklich getan und die habe ich so erlebt. Ich habe es dann auch bewusst beobachtet, was man auch muss, finde ich. Und dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt mal Gegenprobe, jetzt nehme ich es mal gar nicht mehr. Und die Gegenprobe war dann derlei erlebt, dass ich also 2 Tage nach dem Nicht-mehr-nehmen, habe ich sie wieder genommen. Und dann war ich auch wieder froh und zufrieden und habe dann also, wie gesagt, das für mich akzeptiert. Hier, okay, gut, das ist irgendwie was, das tut mir gut. Ich kann es irgendwie gar nicht richtig erklären. Ich habe es ja auch nur genommen, weil es jemand wollte, dass ich es nehme, ihm zuliebe. Aber es ist so. Und dann habe ich angefangen, doch mal zu gucken, was macht der liebe Andreas, den ihr ja alle kennt eigentlich da so, den ganzen Tag in Facebook mit einer Schnucki und mit einer Andrea oder Gabriele oder wie sie alle heißen, die ich dann doch irgendwie schon lange kenne. Ja, und dann hat er halt mit den Heilpraktikern gesprochen und hat halt gesagt, hier, probiert doch auch mal was. Und ja, viele von denen haben es getan. Sehe, Jacqueline ist auch hier mittlerweile schon. Schön, dich zu sehen. Hi. Schnucki. Schnucki, ja, genau, Jacqueline alias Schnucki. Ich habe sie so kennengelernt, weil Andreas ist ja bekanntlich pragmatisch oder manchmal auch vielleicht ein bisschen grob, aber eigentlich ein ganz Liebe. Aber mit Namen hat er es nicht so. Und bei dem Versuch, Jacquelines Namen zu sprechen oder geschweige denn zu schreiben, bricht er sich immer Zunge und Finger und deswegen war das Schnucki. So ging's los. Und so hat man sich kennengelernt. Ja, hier, Jacqueline. Ich hole dich aber erstmal dazu, hallo. Ja, hallo. Also ich sitze jetzt hier noch etwas mit nassen Haaren, aber immerhin mit gefärbten Haaren. Ja, das war jetzt heute wieder ein bisschen spontan, wie mein Alex ja so ist, gell? So ein bisschen spontan. Aber das ist schon okay. Und also ich habe zwar Haare für 3 auf dem Kopf, aber irgendwie grau sind sie halt trotzdem. Also gefärbt, ja, da müssen sie dann trotz und alledem. Das funktioniert bei mir nicht. Aber ist ja auch egal, das ist ja immer, ich bin Oma, ich darf auch graue Haare haben, aber damit rumlaufen, das mag ich noch nicht. Vielleicht klappt es auch noch nicht, aber ein paar hat Andreas auch noch, obwohl sich da viel verändert hat bei ihm. Aber ich finde, grau ist sexy. Oder Marlies, Alfred, was sagt ihr dazu? Grau ist sexy. Ja, so kann ich mich irgendwie noch nicht so ganz akzeptieren. Aber wer weiß, das kommt ja noch. Aber ich habe immer gesagt, wenn du mit 44 Oma wirst, dann kannst du nicht mit grauen Haaren rumlaufen. Das irgendwie, das war schon, stell dir mal vor, du bist 44 und dir ruft jemand Oma hinterher. Das ist schon überhaupt gewöhnungsbedürftig. Ja, gut, aber trotzdem, ist Oma sein ist schön, glaube ich. Würde ich mal vermuten. Ich werde nie eine sein, fürchte ich. Von daher kann ich Nee, Oma garantiert nicht. Also da muss irgendwie noch was... Habe ich ja gesagt. Alles andere kann ich noch nicht garantieren. Das muss man so vom Leben überraschen. Aber was ja bemerkenswert ist, dass es ja viel, viel wichtigere Dinge ja verbessert oder verändert hat als die grauen Haare. Und um das vielleicht mal noch fertig zu erzählen, bei mir waren es halt zuletzt auch messbar. Und das finde ich ja immer so phänomenal, wenn man die Dinge auch untersuchen kann, messen kann, sagen kann, hier... Das ist aber in dem Falle nachgewiesen, dass ich meine neue Brille bekommen habe und da wirklich beidseits das erste Mal nach 19 Jahren, es ist einfach so, die Dioptrienwerte wieder gesunken sind. Ja. Man kann dazu sagen, was man will. Vielleicht manche sehen das auch kritisch. Ja. Ich glaube auch, dass es nicht bei allen Arten von Sehschwächen helfen kann. Unser gutes Levinein und Co., aber ich glaube, dass es bei manchen doch der Fall ist, bei dem, was wir wissen, welche Art von Gewebe und so weiter doch regeneriert oder teilweise eben sogar neu gebildet werden kann, sein kann. Ne? Und okay, warten wir es mal ab. Jetzt bin ich ja so bei 4 Monaten dauerhafter Einnahme, Powerhouse-Ration plus Lamiderm für die Eitelkeit.
Ich bin offen. Wir sind ja alle noch irgendwo keine super erfahrenen Leute hier, was das angeht. Ich lasse mich da auch gerne noch weiter überraschen und das ist für mich ja auch das Tolle daran. Also für die mit den Augen kann ich da gerade geschwind dazwischen, Alex. Ich habe nämlich eine Kollegin, die möchte mit Geschäft nichts zu tun haben. Ja? Aber sie ist schon lange Jahre Heilpraktikerin und ihr Schwerpunkt sind wirklich Augen. Ja, da kommen auch Leute mit Augendruckerhöhung hin, mit, weiß ich, so mit diesen chronischen Augenerkrankungen, wo einfach auch die Augenärzte oft nicht mehr so viel machen. Und die ist also wirklich eine der treuesten Bestellerinnen von Laminein, ja, weil die gibt das ihren Leuten wirklich direkt mit und sie ist davon absolut überzeugt. Also wenn man mit der Frau spricht, es muss für die Augen ganz, ganz fantastisch sein. Ja. Und sie hat wirklich da den Schwerpunkt, also sie macht fast nichts anderes als Augen. Mhm. Und sie bestellt und bestellt und bestellt und also von dem her, das spricht für sich. Ne? Sie hat halt dann natürlich viele ältere Menschen, die jetzt nicht unbedingt sich selber eintragen wollen und selber bestellen, weil immer mit dem Computer und so. Ne? Ja. Aber sie bestellt dann halt einfach und gibt es den mit und die, alle sind begeistert und zufrieden. Ja, also so viel zum Thema Augen, da ist schon was dran. Also das ist jetzt nicht nur irgendwie deine Erfahrung, sondern das ist also wirklich von denen, die es professionell machen, durchaus auch bestätigt. Wunderbar. So, ja, so habe ich das ja auch empfunden. Wir haben es ja öfter schon mal gehabt, das Thema mit den Augen. Ne? Andreas, wissen wir ja auch, hat seine Brille gänzlich abgelegt. Wissen wir nicht, ob für immer. Der wird ja auch noch älter, auch wenn er ja partout nicht so aussehen will. aber gut, wie gesagt, das ist ja das Schöne. Man kann sich da ja auch weiterhin überraschen lassen von dem, was da kommt und läuft. Ne? Aber gut, dann haben wir schon mal das Thema Augen gehabt. Wir können aber noch mal ein anderes Thema gehen. Haben wir heute mal Premiere, nämlich unsere liebe Nasik. Die ist heute technisch gerüstet. Wir hatten ja schon mal den Versuch. Ich habe das schon freigeschaltet. Dann können wir gleich schon mal gucken, ob es klappt. Aber wir hatten es extra schon mal probiert. Aber die hat ein paar eigene und auch, sagen wir mal, Erfahrungen von Bekannten, die jetzt noch nicht ewig alt sind, aber wo man so einen ersten vielleicht verlässlichen Eindruck schon mal gewinnen kann. Nasik, hörst du mich? Ja, hörst du mich auch? Ja, wir hören dich wunderbar. Siehst du, das klappt doch. Na dann. Hallo an alle. Ja, ich nehme seit fast 2,5 Wochen schon und ein Familienangehöriger auch. Ich habe am ersten Tag hätte ich wirklich Bäume ausreißen können, als ich das genommen habe. Das war Wahnsinn. Also Power. Das Piet, habe ich mir gedacht. Ich wollte gar nicht mehr sitzen, obwohl ich an dem Tag so müde war, wenig geschlafen. Ich wollte am liebsten die Nacht durchmachen, aber ging ja nicht. Ich musste ja am nächsten Tag arbeiten. Und dann kam ich in die Entgiftungsphase, wo ich ja, gemerkt habe, also ich habe wirklich die Entgiftung Schritt für Schritt gemerkt, auch mit den Augen kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Am nächsten Tag waren meine Augen gerötet, also das Gehirn war am Entgiften. Ich war, also ich kenne das, weil ich auch anders Schwermetalle entgiftet hatte. Und ich hatte dieselben Symptome. Ich kenne dieses Mittel ja nicht, wie sich das bei anderen auswirkt. Aber ich kann nur von mir sprechen. Bei mir war das so, ich am nächsten Tag die Augen gerötet. Dann nach dem Tag spürte ich hier unangenehm. Und Hals, Mund und dann ging es aufs körperliche Ebene. Ich habe es regelrecht gespürt, also diese Entgiftung. Und es ging dann weiter. Irgendwann hörte es auf mit den Schweißausbrüchen. Ich habe meinem Immunsystem auch ein bisschen mit Power-Vitamin D nachgeholfen, damit ich nicht in die Entzündung komme. Als ich merkte, irgendwie in die Richtung geht es gerade bei mir. Und später, also momentan ist das so, ich habe den Eindruck, ich bin immer noch in der Entgiftung, also dass es noch nicht abgeschlossen ist. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, mein Eindruck. Ich bin ja auch jemand, die Amalgam hatte, Impfungen hatte und diverse Gifte im Körper, in Lebensmitteln, was wir alles haben. Ich denke, da muss der Körper einfach dran noch arbeiten, glaube ich, bei mir. Aber ich gebe nicht auf, weil ich weiß, es fühlt sich richtig an.
deswegen, ich kann es nicht sein lassen. Ich will auch nicht mal die Dosis niedriger machen irgendwie, weil ich finde das Hammer. Das ist die erste Entgiftung oder beziehungsweise, ja, ich weiß nicht, es ist ja auch Aufbau, so wie ich das verstehe. Ich bin ja Laie noch. Und ich habe den Eindruck, es ist einfach gut, was gerade geschieht in meinem Körper, dass ich endlich mal etwas durchziehe, was die Entgiftung angeht und Aufbau des Körpers. Und deswegen will ich gar nicht damit aufhören, sondern richtig durchziehen, auch die Dosis momentan nicht niedriger machen. Und ja, bei meinen Familienangehörigen ist es so, es war schwierig, Depression, also das ist ja keine einfache Geschichte, wobei wir nicht das Powerhouse haben. Wir haben ja gestern gehört, Powerhouse wäre ja nochmal besser. Jacqueline hatte das, glaube ich, gesagt, ne, gestern. Und wir haben nur Laminine und Digestive. Und eher was schon mal zu bemerken war, er ist aus dem Bett gekommen. Also das finde ich Riesenschritt erstmal. Und das andere sind nochmal Baustellen, muss man gucken. Eigentlich denke ich auch, dass Powerhouse da richtig wäre. Aber wir haben ja die Problematik mit der Gabe, wissen wir ja schon. Und je nachdem, wer mitmacht, müssen wir im weiteren Verlauf gucken. Weil, oder auch Sachen, die auf psychischer Ebene sind, auflösen. Das wäre nochmal, glaube ich, wichtig. Und dann und mit Powerhouse, glaube ich, wär er gut beraten. Ja, so viel zu mir. Ja, danke schon mal, Nazik. Ich denke, da können wir ein bisschen was besprechen, Jacqueline. Ne? Andreas hat es, glaube ich, so eingestellt, dass du dich auch freischalten kannst. Sollte zumindest gehen. Also du kannst dich jederzeit einschalten. Ne? Ja, ich glaube, es geht. Mhm. Ja, klappt auf jeden Fall. Also war ja auf jeden Fall schon mal das Thema Entgiftung. Also wie gesagt, so viel wissen wir ja alle schon. Entgiftung, da kann jeder reinkommen erstmal, das ist offen. Ne? Es hängt davon ab, in welchem Zustand der Körper erstmal ist. Ne? Viele haben ja auch andere Dinge schon gemacht oder haben sich bewusst ernährt oder eben mit Nahrungsergänzungsmitteln anderer Art oder eben mit anderen Mitteln, die der Entgiftung dienen, schon behandelt. Da ist die Erscheinung manchmal nicht so stark, aber je nachdem, und viele, die eben gar nichts gemacht haben vorher, die können schon gut in die Entgiftung geraten. Und also da kann ich auch noch erstmal von meiner eigenen Erfahrung kurz berichten, wenn, bevor Jacqueline das, sagen wir mal, fachlich nochmal bespricht, würde ich sagen. Also voll und ganz hier Pickel und andere Rötungen. Und, aber gut, da bin ich drüber hinaus. Da sage ich mir halt, gut, wenn es nur das ist, wenn es meinem Körper gut tut und das Zeug rauskommt, dann ist es halt jetzt mal so. Ne? Ich habe damit gut, bin damit gut gefahren, dass ich an der Dosierung noch geschraubt habe während dieser Geschichte. Ich habe da zum Beispiel Immune erhöht und auch das Omega noch. Aber das ist nur meine Entscheidung gewesen. Ich habe da auch viel probiert. Aber auf jeden Fall, was sicher ist, viele haben das gut in den Griff gekriegt, indem man da noch andere Mittel hinzugefügt hat, ergänzt hat oder eben mit der Dosierung ein bisschen gespielt hat. Ne? Ja, also wenn ich jetzt auch nochmal was dazu einfach sage zur Entgiftung, es ist immer ein bisschen natürlich davon abhängig, in was für einem Ausgangsstadium ist dieser Mensch. Ja? Habe ich jetzt jemanden vor mir, der noch nie irgendwas genommen hat, der jetzt gerade irgendwie an mich gerät und auf einmal meint, er muss jetzt seinen Körper entgiften, dann habe ich einen ganz, ganz anderen Ausgangszustand, als wenn ich jemanden habe, so wie eine Kollegin von mir, die eigentlich schon seit 15 Jahren ganz viel Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine, alles nimmt. Für die ist das jetzt noch einmal was Zusätzliches. Ja, die wird nicht so sehr in die Entgiftung gehen, so war es dann tatsächlich auch, wie jemand, der jetzt einfach anfängt. Und das muss man wissen und das sollte man eben auch vielleicht gesagt kriegen oder hier sich dann anhören, weil so eine Entgiftungsreaktion, die kann einen auch erstmal erschrecken. Ja, wenn man jetzt auf einmal Pickel kriegt oder
der Bettnachbar sagt, man stinkt ganz furchtbar oder was weiß ich, sowas kann auch passieren, ja. Man kann wirklich Durchfall kriegen, man kann Verstopfung kriegen, man kann Blähungen kriegen, man kann total müde werden, ja. Wir haben auch Fälle, wo Leute sagen, boah, ich weiß auch nicht, die erzählen alle, die sind total fit und super drauf und ich könnte nur schlafen, ja. Der Müdigkeit ist der Schmerz der Leber. Das heißt, wenn die Leber extrem belastet ist, dann werde ich müde, ja, und dann werde ich unter Umständen richtig müde. Dann schlafe ich auch mal im Sitzen ein. Ja? Also ich kenne das von mir selber, allerdings aus einer weniger schönen Zeit in meinem Leben. Ich habe vor 10 Jahren eine ganz schwere Rheuma-Erkrankung gehabt. Ich habe also wirklich Cortison, MTX, RAVA, ich habe Biologicals gespritzt und das ist volle Programm, weil es natürlich immer ein bisschen dauert, bis man es naturheilkundlich auf die Reihe kriegt. Und diese Krankheit wäre so gewesen, die hätte also jedes Gelenk in meinem Körper in der Zwischenzeit dann schon erledigt. Von dem her brauchte ich einfach die Medikamente. Ich bin original im Sitzen eingeschlafen, ja, weil die Leber ist massiv belastet in so einem Moment. Und das ist ja halt auch, wenn eine Entgiftung passiert. Und da, also das ist ein Zustand, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist manchmal fast wie Narkose. Ja, und also das haben wir auch immer wieder, dass Leute sagen, boah, also bei mir funktioniert das nicht. Oder sagen, das stimmt ja alles gar nicht. Ja, das muss man wirklich dann im Einzelfall sehen. Und dann wendet euch bitte echt an eine Heilpraktikerin hier, es turne hier genügend rum im Team von Andreas. Also bitte lasst euch da einfach irgendwie einen Kontakt geben und fragt dann mal nach, wenn euch irgendwas komisch vorkommt. Entgiftung ist was, was echt heftig sein kann. Ja? Vor allem, wenn man, ja, wenn man jetzt halt auf einmal so auf den Draht kommt, jawohl, jetzt, ich habe noch nie was gemacht, aber jetzt mal Powerhouse. Ja? Dann kann das ganz schön Power haben, aber halt in jede Richtung. Und es ist ja was Positives, so eine Entgiftung. Es hilft, ganz, ganz viel zu trinken. Es hilft wirklich, auf die Verdauung zu achten. Also sprich, wenn die Verdauung gar nicht mehr funktioniert, dann auch mal einen Einlauf zu machen oder so. Wenn die Leber echt arg in Mitleidenschaft gezogen wird, dann empfehlen wir auch mal ein homöopathisches Mittel, was wirklich jetzt die Leber unterstützt. Aber im Grunde, die beste Nachricht ist, es geht ja vorbei. Ja, so wie beim Alex, die Pickel ja auch wieder weg sind, das sieht ja wieder wunderschön aus. Aber ich kenne das mit den Pickeln, ja, das kommt bei vielen und die sind dann hell entsetzt, die Leute. Weil ich meine, die nehmen ja das Laminal natürlich nicht, um irgendwie Pickel zu kriegen, ja, sondern ganz im Gegenteil. Aber das ist halt Entgiftung. Und beim einen mehr, beim anderen weniger. Und ich sage immer meinen Leuten auch so in der Praxis, sag ich, freut euch, dass was passiert. Das Schlimmste, was einem naturheilkundlich passieren kann, ist, dass ich einem Patienten was gebe, ich verordne was, ich mache und tue und egal, was ich ihm gebe, es passiert nichts. Ja, es passiert einfach nichts. Das ist so das absolut Schlimmste, was passieren kann, weil dieser Mensch ist in einer totalen Regulationsstarre, so nennen wir das. Egal, was du machst, du kannst mit dem Hammer auf den Kopf hauen, es passiert nichts. Ja, und von dem her freue ich mich eigentlich immer über die Leute, die wirklich massive Entgiftungsreaktionen haben. Die kann man nämlich dann abschwächen, da kann man ja was dran tun. Ja? Man muss halt dann drüber reden. Aber das Schlimmste ist, wenn nichts passiert. Von dem her, in diesem Sinne, Entgiftungsreaktionen sind gut. Wenn sie zu heftig werden, meldet euch. Da gibt es dann durchaus Möglichkeiten, ein bisschen regulierend einzugreifen. Jacqueline, hörst du mich? Ja. Ja? Also ich habe es dadurch, dass ich ja auch früher selber mich und meine Kids entgiftet habe mit anderen Möglichkeiten, hatte ich ja noch hier Chlorella und Diverses. Also ich habe immer eher einfach in mich hineingefühlt, als diese Müdigkeitsphase kam, was, wovon du erzählt hast, habe ich wirklich halben Handvoll Chlorella nochmal reingeschmissen und Brennnesseltee. Das hat mir immens geholfen bei mir. Glaube ich, Chlorella hilft ganz arg, wenn Schwermetalle rauskommen. Ja, und das passiert halt ganz häufig. Eine Schwermetallentgiftung ist mit eine der Entgiftungen, die echt am heftigsten sind. Und da ist Chlorella eine ganz, ganz tolle Sache. Brennnesseltee sowieso. Brennnesseltee wirkt ein bisschen entwässernd, spült die Nieren durch. Ja, ist da einfach was Gutes. Also hast du intuitiv wahrscheinlich genau das Richtige gemacht. Ja, denke ich. Es ging mir nachher auf jeden Fall besser. Ich war nicht mehr so müde. Ja, darauf kommt es an. Ja, ansonsten mit der emotionalen extremen Verstimmung, um die Krankheit nicht zu nennen, ja, da haben wir ja Erfahrungswerte auch hier aus dieser Veranstaltung oder eben auch aus den Gruppen. Das ist natürlich eine Angelegenheit, die kann dauern. Viele haben ja so als normale Anwender oder eben auch als Betroffene dieser Gruppe diesen
Hype erstmal, ja, das ging mir ja auch so. Du hast es ja auch erzählt, du hast dich erstmal super gefühlt und so weiter. Das ist auch ganz normal. Aber wie wir das auch eben ähnlich mit der Vergiftung haben, das kann natürlich Verläufe nehmen. Ne? Das kann auch mal eine Phase sein, wo man dann diesen Eindruck so nicht mehr hat. Aber wie Jacqueline schon sagt, solange sich irgendwas tut, passiert auch was. Und ja, das Schlimmste, wie sie ja sagt, ist eben aus der Hinsicht, wenn eben nichts passiert. Die Gabe ist natürlich schwierig bei ihr, weil er macht sich dann so, das ist auch so eine Familiengeschichte, sage ich mal. Ne? Also da muss man so ein bisschen tricksen manchmal. Aber ja, was kann man machen? Das geht eigentlich hauptsächlich, das Problem ist Immune. Ne? Da wissen wir ja, da ist eine Schicht drüber, die ist eben bis zu dem Bereich schützt, wo es eben hin soll, Jacqueline, richtig? Ja. Das kann man natürlich auch zerkleinern, auflösen. Ne? Dann ist da der Effekt von Immune zu abgeschwächt, sicherlich, weil ja diese Schutzschicht dann erstmal nicht mehr drauf ist. Aber ja, aber es ist besser, als man gibt es nicht. Also da muss man dann immer so ein bisschen pragmatisch sein, ja. Dann machen wir eben das, was uns optimal möglich ist. Und wenn es halt zerkleinert werden muss, dann muss halt zerkleinert werden. Punkt. Gut. Ja? Darauf wollte ich nochmal hinaus. Ja. Ja? Na, hast du noch Fragen? Ja, ich dachte, bei der Digestive ist es genauso, dass man Digestive und Laminine in Tee, ich habe die Liebe jetzt nicht aufgelöst. In der Zeit, wo er genommen hat, habe ich so gegeben, weil ich irgendwie dachte, die Gestive gerade, da hat sich gehört, das sollte irgendwie die Magenpassage durchgehen können in Kapsel. Nee, glaube ich nicht, dass das den Magen aushält, also dass es die Magensäure übersteht. Das ist ja einfach, wartet mal geschwind, ich glaube, das müsste hier stehen, das ist auch nur eine Zellulose-Kapsel, oder? Bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt, was das für eine Kapsel ist. Martina, was sagen? Vielleicht kann jemand anderes noch was dazu sagen. Martina und Angelika sind auch hier, habe ich gesehen. Okay, nee, also tut mir leid, da bin ich jetzt überfragt. Ich kenne aber persönlich jemanden, der sondiert Laminine und Digestive, heißt, wird aus der Kapsel rausgenommen. Und in was aufgelöst, ein bisschen Joghurt oder irgendwie so Buttermilch oder was. Und das wird dann über die Magensonde gegeben und das funktioniert. Okay. Super. Also von dem her. Ja. Also was ich anmerken möchte bezüglich der Wirkung von Laminine, ich bin ja kein Mensch, der Muskeln hat, ne? Aber ich spüre total die Muskeln überall. Irgendwie am liebsten möchte ich wirklich rund um die Uhr Sport machen. Ohne dass ich irgendwie trainiert habe, ich spüre meine Muskeln. Es ist Wahnsinn. Da habe ich letztens auch mit jemandem gesprochen, der Laminine nimmt. Er hat dieselbe Wirkung erzählt, dass man wirklich irgendwie im Sitzen, habe ich den Eindruck, baut man Muskeln auf. Ja, das war zum Beispiel Andreas, ne? Unter anderem. Aber ich habe ja zum Beispiel auch von meinem Hund gesprochen. Mein Hund, der nur drei Beine hat und für den das gerade ganz besonders wichtig war, dass er also, sag ich mal, muskulär gut dasteht, damit also die Gelenke, also der Bewegungsapparat am ehesten unterstützt ist oder entlastet ist. Ne? Also da habe ich mir, genau das habe ich mir quasi für meinen Hund versprochen und diesen Effekt habe ich also wirklich gesehen. Oben, wenn man so sieht, an der Schulter sieht man ja, wenn der aussteht, hat man also wirklich ein vermehrte also ein Muskelwachstum hat man einfach gesehen. Ja, obwohl ich sie jetzt nicht trainiert habe oder so, die bewegt sich natürlich sowieso regelmäßig, aber es war merklich. Von daher, das kann schon gut sein. Ja, Andreas will selber mal was dazu sagen, bitte. Ja, hallo zu den Muckis, sage ich mal so. Also ich war die Woche, habe einen Routinecheck beim Arzt machen lassen. Das mache ich alle paar Monate mal. Rein prophylaktisch, einfach um zu gucken, was tut sich mit Laminine. Und da habe ich habe mich jetzt lange nicht auf die Waage gestellt und ich habe, ich muss ein bisschen zugeben, ich habe auch in der letzten Zeit ein bisschen genascht, aber jetzt nicht so, dass ich unheimlich viel Fett zugelegt habe. Also ich habe immer bei 1,86 Körpergröße, habe ich immer so 76, 78 Kilo gewogen.
Und jetzt sagte da haben die gesagt, ja, stell dich mal auf die Waage. Da hatte ich fast 88 Kilo gehabt. Und das ist wirklich, ich merke das wirklich, dass die Muskulatur, ich habe dickere, stabilere Beine bekommen. Ich hatte früher immer so Spargelbeine so ein bisschen. Und jetzt würde ich sagen, jetzt habe ich fast Fußballerbeine. Ne? Also von der Muskulatur her. Also daher kommt natürlich dann auch der Wachstum. Aber ich wollte was ganz anderes noch sagen. Wie ihr wisst, wir waren letztens in Leipzig zusammen und da sind wir durch die Stadt gelatscht. Unvergesslich, wie ich manchmal bin. Da war ein schweinekalter Wind und ich habe mir so ein bisschen das Auge erkältet. Da habe ich früher schon mal Malheur mit gehabt und es hat tierisch wehgetan. Und dann hat unsere gute Angelika hat gesagt, hast du das Lamiderm dabei? Und dann habe ich gesagt, klar. Und dann habe ich mir das wirklich mal so nach ihrer Anleitung so ums Auge rum geschmiert, so dass es auch so ins Auge reinkommt. Also in die Augen, ins eigentliche Auge auch reinkam. Und ich konnte wirklich zuschauen, wie die Schmerzen. Also ich glaube, so schnell hätte keine Schmerztablette wirken können, wie das gewirkt hat. Und dann ist mir dann die Woche hier nochmal passiert und es ist Wahnsinn. Wir waren innerhalb von 5 Minuten waren wirklich die Schmerzen weg. Also das mal als Tipp. Vielleicht kann die Angelika was dazu sagen, wieso sie überhaupt darauf gekommen ist oder ob das ein Zufallstreffer war. Aber es ist ein genialer Tipp, wenn man Augenschmerzen hat. Das glaube ich ja. Gilchen, kannst du was sagen dazu? Jetzt geht's. Also gut. Ich bin durch Zufall drauf gekommen. Ich neige zu trockenen Augen, weil ich ja doch schon fast 65 bin. Und ich hatte letztes Jahr an einem Auge eine graue Staroperation und ich habe immer, insbesondere in der Heizungszeit, entzündete Augenränder und die sind rot. Und dann hat mir meine Cousine mal gesagt, ein Schluck viel Vitamin A habe ich auch gemacht, aber diese entzündeten Augenränder, die waren immer da. Und dann habe ich irgendwann, wo das Lamiderm kam, habe gedacht, ich probiere es einfach mal aus. Wenn das Zeug so gut hilft wie von innen, dann muss es von außen auch wirken. Und dann habe ich es auf das Auge geschmiert und es war richtig an die Ränder ran. Und habe dann festgestellt, dass dieses Jucken und das Brennen, was ich ja immer hatte, innerhalb von Minuten weg war. Und seither ist es mein Mittel. Drum habe ich gedacht, naja, wenn es bei mir wirkt, ich hoffe, es hilft ihm auch. Der Lerner, du musst es ausprobieren, ne? Aber ich war wirklich, ich war baff, wie die Wirkung eingesetzt hat. Das ging innerhalb von Minuten, war der Schmerz weg. Ja, bei mir das auch, dieses gerötete Auge. Auch im Sommer zum Beispiel, ich hatte die Problematik, ich neige zu Rosazea, da kriegt man eh gleich entzündete Augenränder. Insbesondere dann, wenn man sich essensmäßig nicht hält. Ich bin sehr ozonempfindlich, da habe ich es zum ersten Mal probiert. Und wenn man einen hohen, also ich lebe ja in der Stadt, und wenn der Ozonwert in der Stadt sehr hoch ist, dann kriege ich Nebenkopfschmerzen, auch entzündete Augen. Und das habe ich diesen Sommer super mit Lamiderm überstanden. Mhm. Sobald es angefangen hat zu jucken, kommt Lamiderm drauf. Auch jetzt, wo die trockene Heizungsluft im Auto und so, Lamiderm drauf, ist vorbei. Mhm. Geniales Zeugs, ne? Also ich spare da nicht, also ich gehe bis ganz vorne an die Ränder hin. Und die Problematik ist ja, wenn man normale Cremes nimmt, dann fängt sie in der Auge an zu brennen, weil das Zeug geht über kurz oder lang, arbeitet sich das ganz automatisch in das Auge rein. Aber beim Lamiderm hat man das Problem nicht. Im Gegenteil, das ist unheimlich entlastend fürs Auge. Das war meine 5 Cent zu dem Thema. Danke, Angelika. Ich wollte aber ganz gern, ich bin ja gar nicht da, so jetzt. Ja. Entschuldigung. Ich wollte ganz gerne noch die Dinge hier von der Nase da klären, was wir gesagt haben. Also ich meine auch, also Immune soll ja im Dünndarm sich auflösen. Ne? Das heißt, es wird dann im Zweifel ein Teil sich früher auflösen und nicht ganz so gut wirken. Und Digestive hat die gleiche Umkapselung wie Immune. Ne? Und immerhin ist die Präbiotika ja auch im Magen und Darm dann sinnvoll, richtig? Ne? Ach, du bist schon wieder ausgeschaltet. So, also mit dieser Darmgeschichte ist es ganz einfach so, Probiotikbakterien überstehen normalerweise die Magensäure nicht, zumindest habe ich das mal im Vortrag von Udo Vollmer gehört und der ist ja Lebensmittelchemiker und der hat diese ganzen Probiotikschichten da zerrissen. Und dann war ich mal bei einem Heilpraktiker-Vortrag vom Dr. Haus, das ist ein Laborarzt, und der hat das Gleiche gesagt. Er sagte, Probiotikschichten müssten in Telefon. Das ist.
fertig, schon vorbei. Also Probiotikbakterie, die würden die Magensäure nicht überstehen, die müssen so verkapselt werden, dass sie sich erst im Dünndarm auflösen. Aber das Digestive selber hat ja was ganz was anderes. Das Digestive selber hat ja nicht nur dieses besondere Probiotikum, sondern hat ja auch so wie Verdauungsenzyme. Und dem macht die Magensäure gar nichts. Und ich denke, dass es weniger das Probiotik ist, sondern diese Verdauungsschichten. Danke, Geli. Ist dringend, vielleicht sollst du dran gehen. Nein, ich gehe nicht dran. Okay, nee, aber danke, dann haben wir darüber nochmal gesprochen. Ja, also von daher wirkt es natürlich auch, wenn man es auflöst. Ja? Weil es gibt ja auch Kapseln, wie, wo man Bromelain und all dieses Zeug nimmt, das übersteht auch die Magensäure. Eben, und das wollte ich nochmal von der Fachfrau gesagt wissen, damit man weiß, dass man das eben, wenn es eben nicht anders geht, auch in anderer Form dann als wie. Ja, das Einzige, was eben die Magensäure nicht übersteht, ist dieses eine Probiotikum. Aber da gibt es dann auch noch andere Möglichkeiten. Ich bin auch nicht sicher, ob man das unbedingt braucht. Es ist unheimlich hilfreich für viele Menschen, aber ich glaube, mit zunehmendem Alter hat man eher die Problematik, dass die Magensäure nachlässt. Und dann ist die Verdauung und dass die, vor allen Dingen, dass die, Pankreas, also das, die Bauchspeicheldrüse nachlässt, denn die Bauchspeicheldrüse produziert ja nicht nur das Insulin, sie produziert ja auch die Verdauungsenzyme, die dann zugegeben werden vom am Ende des Duodenums über die Vatersche Papille kommt ja über diesen gleichen Gang kommt ja am Ende vom Zwölffingerdarm rein und diese Verdauungsenzyme, die dann die Bauchspeicheldrüse da produziert, die lassen im Alter nach, die lassen einfach im Alter nach, auch bei älteren Menschen, ab 40 abwärts ist das. Und ich habe ja sowieso. Es ist so. Vielleicht vorher schon, aber bei 40, ab 40 abwärts ist es ganz schlimm. Und das merkt man dann, und deswegen ist ja diese Eiweißschichten so fürchterlich umstritten, weil Menschen mit zunehmendem Alter Probleme haben, Eiweiß zu verdauen. Und dann liegt es eben nicht am Probiotik, sondern es liegt einfach an der schwachen Bauchspeicheldrüse, die einfach die Verdauungsenzyme so nicht mehr produziert in diesem Maße. Und dann habe ich ja bei dem Abend noch gesagt gehabt, man kann mich anschreiben wegen diesem homöopathischen Mittel. Die Dame hat zwar nicht geschrieben, aber ich kann es mal, wenn die Leute in Andreas am Chat sind, da reinsetzen, wenn es derjenige noch haben will. Genau. Mit diesem, wo man praktisch diese Protonenpumpe hämmern nicht mehr braucht. Okay. Ja, danke dir. Dann, mir ging es jetzt darum, dass man da nochmal. Sorry, aber ich bin erst nach 8 aus der Praxis gekommen. Ich bin heute Abend ein bisschen platt. Alles cool, Angelika. Wir haben das verstanden. Und ich, wie gesagt, ich wollte es einfach nur nochmal gesagt hören, dass man da, was die Verabreichung angeht oder die Einnahme eben auch. Ja, die Problematik ist schon, es ist schon so gewollt, dass diese Probiotik dahin kommt. Man bekämpft ja schädliche Keime in der Regel mit einem anderen Keim. Ja, ja. Damit das Gleichgewicht zwischen den Bakterien wieder besser wird. Ja. Also das heißt, also man zerstört nicht unbedingt den Keim im Darm, sondern man bekämpft mit einem anderen Keim. Da passt es schon mit dem Probiotik. Und was mir da in dem Moment, in dem Zusammenhang auch ganz, ganz arg einfällt, ist, dass was wir ganz, ganz viele Antibiotikumsbehandlungen haben. Also es gibt, heutzutage hat ja jeder irgendwann im Laufe des Lebens Antibiotikum gekriegt. Und in der Regel reguliert sich das wieder innerhalb 4-6 Wochen. Aber wenn man älter wird, reguliert sich das halt auch nicht. Das ist das Problem. Und dann hat man natürlich die guten Bakterien abgetötet. Da kann die da über, kommt auch noch mehr, ne? Wird auch noch mehr. Und von daher ist das Digestive schon sinnvoll. Ja. Für mich ist das Fortschritt, Alter. Gut, danke. Bei manchen macht es Durchfall, habe ich in letzter Zeit gehört. Bei manchen macht es Durchfall. Aber wer da so wechselnden, die ältere Leute haben in der Regel keinen Durchfall. Die können es oft eine Woche lang nicht. Und da hilft Digestive. Danke dir, Angelika. Gell? Ich möchte mal die Gabriele sprechen lassen. Die hat sich gemeldet, die Hand hochgehoben. Gabriele, du bist frei. Bitteschön. Hallo. Hallo. Ich hab vorhin mit einer Frau kurz telefoniert. Die hat sich bei mir gemeldet. Die hat dieses Hashimoto.
Und die hat irgendwie mir gesagt, dass sie einfach schon so viele Sachen probiert hat und dass sie oft Nebenwirkungen hatte und ob sie denn mal so Probepäckchen kriegen könnte. Das habe ich gesagt, Probepäckchen haben wir nicht, weil wenn sie so eine Autoimmunerkrankung hat, dann wäre es natürlich gut, wenn sie dann irgendwie auch hoch dosiert, konzentriert dann auch was nimmt. Aber ich würde das gerne mit euch besprechen. Jetzt ist erstmal meine Frage, könnt ihr mir was dazu sagen, ob die, also weil sie sagt eben, dass sie gerade über diese Darmgeschichte häufig einfach irgendwie noch so Nebenwirkungen hatte, hat aber auch gleichzeitig gesagt, sie hat ihren Darm eigentlich noch nie gereinigt. Und vielleicht hat ja von euch jemand irgendwie Erfahrung, kennt irgendjemand, der diese Erkrankung irgendwie hat, weil, also mir das schon auch so geht, dass ich irgendwie doch ziemlich einen Respekt habe vor Leuten, die irgendwie so eine Erkrankung haben, viel probiert haben und eigentlich im Grunde genommen schon so ein bisschen verzweifelt sind, weil sie gerne Erleichterung haben wollen, aber eigentlich nicht mehr so richtig wissen, was hilft. Und jetzt wollte ich das mal gerne in diese Runde fragen. Ich habe ihr gesagt, dass ich mich bei ihr wieder melden werde. Und das war so das eine, was ich sagen wollte. Mhm. Kann da jemand was zu sagen? Ja, also Hashimoto, beziehungsweise solche generell Autoimmunkrankheiten haben wir ja schon viele Erfahrungsberichte darüber gehört. Ich weiß nicht, ob Jacqueline gerade da ist. Ansonsten, da weiß ich, die müsste eigentlich was dazu sagen können. Von ihr ich bin da. Ich bin die ganze Zeit da. Ja, da habe ich schon was von dir gehört. Meine ich, oder was? Ja, klar, Autoimmunerkrankungen ganz allgemein. Autoimmunerkrankungen ist ja ein ganz, ganz weites Feld. Das fängt an mit Hashimoto, das geht über Fibromyalgie, über Rheuma, über kreisrunden Haarausfall. All das sind Autoimmunerkrankungen. Autoimmun bedeutet ja nur, das Immunsystem vom Körper ist völlig aus dem Takt geraten. Es wendet sich nämlich gegen sich selber, was ja total balabala ist. Ja, beim kreisrunden Haarausfall wendet sich es gegen die Haarwurzeln, zerstört die. Beim Rheuma wendet sich es gegen die Knorpelschichten, also gegen die Gelenkschichten, zerstört die. Und es ist ja totaler Blödsinn. Und das passiert eigentlich nur, wenn das Immunsystem einfach ganz, ganz aus dem Takt geraten ist. Und was für eine Autoimmunerkrankung man da hat, ist eigentlich ziemlich egal. Und bei Autoimmunerkrankungen, gerade auch bei Hashimoto, machen wir wirklich ganz, ganz, ganz positive Erfahrungen mit Laminein und Co., sage ich jetzt mal. Da kommt es natürlich auch drauf an, was nimmt derjenige schon, was ist wie schon drin. Also Autoimmunerkrankungen, da ist Omega ganz extrem wichtig und zwar hochdosiert. Das heißt, da reicht mir eine Kapsel vom Omega morgens nicht aus, sondern da muss ich richtig hochdosiert reingehen. Ja, mit mindestens, ach so, das sollte man ja immer nicht sagen, Dosierungsempfehlungen, gell? Aber hochdosiert darf ich sagen. Da kann sich jeder was drunter vorstellen. Das ja, also da, bitte? Ich sag ja, das darfst du sagen. Ja, also da reicht definitiv nicht aus, hier irgendwie eine Kapsel am Tag zu nehmen. Das darf man auch sagen. Weil Autoimmun ist entzündlich, ja, es entzünden sich einfach im Körper eben Organe oder Organsysteme, beim Hashimoto eben die Schilddrüse und dadurch, dass die Schilddrüse sich dann da entzündet und nicht mehr richtig arbeitet, gerät halt alles andere im Körper hormonell durcheinander. Also da kann man es wirklich nur allerwärmstens empfehlen, das ist überhaupt kein Ich hatte da gedacht, also dass das hier irgendwie eine gute Wirkung hat, das, ich habe jetzt gedacht, weil wir ja jetzt in den letzten Tagen oder öfter jetzt auch darüber gesprochen haben, dass ja eigentlich so eine Grundvoraussetzung ist dafür, dass der Rest gut wirkt, dass wirklich dieser Darm erstmal ins Gleichgewicht gebracht wird oder so. Ja. Und dann dachte ich, weil sie gesagt hat, naja, sie reagiert, hat halt immer so Nebenwirkungen von allem. Also sie hat halt so andere Nahrungsergänzungsmittel genommen. Und da habe ich so intuitiv einfach gedacht, das wollte ich jetzt fragen, ob sie nicht erstmal vielleicht wirklich diese Digestive nimmt und also um einfach diesen Darm erstmal auf Vordermann zu bringen und dann so allmählich, dass man die so langsam ranführt, weil die ja einfach schon so vor sich, die hat einfach Schiss. Also die würde gerne es ausprobieren, hat aber irgendwie ein bisschen Schiss davor, dass sie dann, wenn sie das jetzt einfach so nimmt,
also mehr wieder so Nebenwirkungen hat. Mehr Probleme als alles andere hat, ne? Also was die sicherlich auch als Nebenwirkung ansieht, das sind Entgiftungserscheinungen. Ja, das sind für viele Leute dann natürlich Nebenwirkungen, weil sie es einfach nicht kennen. Aber deine Idee ist vom Grundsatz her sehr gut, die einfach mal 10 Tage, 14 Tage nur Digestive nehmen zu lassen, morgens und abends, um einfach den Darm so ein bisschen drauf vorzubereiten und dann mit dem Rest anzufangen. Ja, also mit allen Vieren, also Immune auch und so, also mit dem, oder in dem Fall ja, Vitamine und also das Immunsystem muss ja einfach reguliert werden. Ja. Omega ist extremst wichtig, also bitte nie ohne Omega bei einer Autoimmunerkrankung, aber wie gesagt, hochdosiert. Und ja, ich hab schon was im Kopf dazu. Okay, wunderbar. Dann ist danke, Jacqueline. Beantwortet. Das war's. Ja, prima. Danke auch für deine Frage, Gabriele. Wir lernen ja hier alle immer dazu. Ja, der Falco hat sich auch gemeldet schon seit einer Weile. Dann, Falco, wo ist er denn jetzt? Oh, habe ich dich wieder runtergeschoben. Moment. Da ist er. Bist freigeschaltet. Guten Abend. Abend. ich hatte jetzt gerade noch was aufgeschrieben, Entschuldigung. Deshalb etwas verzögert. Aber, und zwar, jetzt geht's los. Die Immune hat bei mir wieder mal sehr gute Wirkung gebracht. Und zwar war ich vergangene Woche angeschlagen und hatte so die Anzeichen von einer leichten Grippe. Und die Nase lief zu, der Rachen lief zu, die Stimmbänder waren belegt. Ich konnte am Mittwoch kaum reden, habe mich auch im Call ziemlich zurückgehalten. Am Donnerstag ging es dann fast gar nicht mehr. Da musste ich schon fast schweigen, während ich auf Arbeit war. Und am Freitag bin ich früh morgens aufgestanden. Ich hatte einen dicken Kopf. Es ging gar nichts mehr. Ich hatte kein Immune. Es war nicht machbar. Es war irgendwie, ja, es ist halt nicht in die Apotheke gehen, mal schnell Immune kaufen und dann geht man wieder los. Mit den alten Medikamenten, die ich sonst immer genommen habe, bevor ich Laminein kennengelernt habe, also Laminein und Co., habe ich das natürlich mit allen möglichen Sachen gemacht, die man so kennt, Paracetamol und all möglichen Kram mit Vitamin C plus und plus plus und hast du nicht gesehen. Und das ist von mir jetzt wirklich so gewollt gewesen. Ich habe auf die Lieferung gewartet und sie kam pünktlich, 10.38 Uhr kam meine Lieferung und ich habe die ersten Immune eingeworfen, gleich doppelte Dosis und alle 6 Stunden jeweils eine Immune. Hat mir insofern geholfen, ich brauchte weder irgendwelche Schmerzmittel nehmen, noch musste ich irgendwas nehmen, was die Nase wieder frei macht, weil das ging alles durch diese Immune. Laminein und Co. konnte ich weiterhin nutzen. Wie gesagt, was mir gefehlt hat, war das Immune. Und ich war heilfroh. Übers Wochenende konnte ich mich wirklich damit retten. Am Samstag hatte ich keine Kopfschmerzen, keine zue Nase. Es war alles wieder abgeschwollen. Am Abend schwoll es langsam wieder zu, so wie jetzt momentan auch. Es ist noch ein bisschen Belegung da, aber es ist kein Schmerz da, es ist kein Kopfdruck da, es ist nichts, was eigentlich einer Erkältung irgendwie gleichkommt. Es ist mal, okay, im Lüftchen, wie auch immer, was man da irgendwo mal quer in den Hals bekommt, da verklemmt sich mal ein bisschen was in der Luftröhre und dann ist die Stimme mal ein bisschen belegt. Aber das ist jetzt nicht das, wo ich jetzt sage, das ist jetzt Grippesymptom. Jetzt bin ich eigentlich bettlägerig und müsste eigentlich richtig flach liegen. Das ist wirklich weg und ich schwöre wirklich auf dieses Immune. Ich bin dankbar dafür, dass ich es habe und alle 6 Stunden, wenn so ein Anfall ist und danach kann ich es auch wieder mit einer normalen Dosis nehmen, eine am Tag, um mein Immunsystem zu stärken. Wie gesagt, ich bin am Tage mit vielen Leuten unterwegs. Ich fahre in öffentlichen Verkehrsmitteln. Da ist schon das Anfassen einer Haltestange irgendwie Bacillus hoch 10. Wenn man sich danach nicht gleich irgendwie die Hände sauber machen kann, dann hat man es halt irgendwo. Kann ich nicht ändern, aber wie gesagt, einmal von mir nochmal die Hände hoch für Immune. Ich finde es klasse. Ja, danke, Falco. Das kann ich nur bestätigen. Ich hatte auch die Geschichte von meinem Bruder schon mal erzählt, der auch gar nichts genommen hat. Und ausgerechnet meine Mutter
hat ihm das sozusagen verabreicht in so einer Erkältungs- oder angehenden Grippephase. Und er hat danach gesagt, also das ist so Geschichten, die er wirklich regelmäßig im Jahr hat, noch nie so schnell und so glimpflich einfach vorbeigegangen sind. Und das war für ihn auf jeden Fall bemerkenswert. Da höre ich dich drin oder andersrum. Gut, Andreas wollte noch was sagen. Bitte schön. Ja, hi, das geht bei uns hin und her. Ich wollte mal ein bisschen ganz kurz auf das Digestive eingehen. Da werde ich nämlich auch öfters nachgefragt. Und zwar, ich finde, man sollte die Leute mal darauf hinweisen, je länger jemand schon seine Krankheit in sich trägt, je länger er medikamentenverseucht ist und je älter und vor allen Dingen auch je kräftiger er ist, finde ich, umso wichtiger ist es, dass der Darm erst wirklich vorbereitet wird mit dem Digestive. Gerade auch bei den Autoimmunerkrankungen, da wird ja dieses Ligitat wird ja da ein bisschen mitbehoben, was die Autoimmunerkrankung teilweise oft auslöst, sage ich mal, dadurch kommt das ja. Ich gehe sogar teilweise so weit, den Leuten zu empfehlen oder zu raten, geht mit dem Digestive so hoch an die Grenze ran, bis ihr am besten ein Klo in der Nähe habt und dann reguliert ihr das wieder. Und dann wirklich erst mit den anderen Produkten anfangen. Also das ist nur ein Tipp von mir, habe ich die besten Erfahrungen mitgemacht, weil ich auch ein paar kräftigere und auch teilweise chronische Leute mit chronischen Erkrankungen in meinem Umfeld habe. Und den habe ich dann wirklich empfohlen, das mit dem Digestive richtig mal eine Woche lang oder vielleicht sogar mal zwei Wochen lang vorzubereiten, bevor sie erst mit den anderen Produkten anfangen. Das nur noch mal, das wollte ich dazu nochmal sagen. Als kleiner Tipp, weil oft hört man von Leuten, es wirkt einfach noch nicht. Ich habe ein paar Freunde oder ich habe einen Freund, mein Freund Norbert, kann ich sagen, der ist ähnlich hier, hat schlange 140 Kilo auf die Waage und hatte Neurodermitis. Und Nobby hat dann gesagt, wirkt nicht. Na? Da habe ich ihn gefragt, Nobby, was nimmst du denn oder wie nimmst du es denn? Und ich bin mir fast sicher, dass ich es ihm auch richtig empfohlen habe. Nur Nobby ist leicht vergesslich. Wir sind schusselig. Und wir sind dann wirklich mal, er hat dann ein Digestive am Tag genommen oder zwei, wie es das Powerhouse empfiehlt. Aber das Powerhouse, das ist auch eine pauschalisierte Empfehlung. Man muss immer trotzdem noch auf die Leute eingehen. Und wir haben dann so gemacht, er hat dann wirklich mal drei, vier, fünf, teilweise mal sogar eine Zeit lang sechs Digestive gemacht. Und dann kam er wirklich an den Punkt, wo er sagte, okay, jetzt bleibe ich in der Nähe von der Toilette. Aber dann ging das auf einmal richtig, richtig gut vorwärts mit ihm. Und er war innerhalb von ein paar Tagen, war dann wirklich seine Neurodermitis, die war dann weg. Ne? Oder es hat angefangen, sich zu verbessern. Also wirklich ist in meinen Augen der Digestive direkt nach Laminine das absolute, ohne das geht gar nichts, finde ich irgendwie, ne? Das vielleicht immer meine, das war halt eben, was ich dazu noch sagen wollte. Wenn die Leute also nichts spüren, sollte man immer zuerst mit dem Darm anfangen. So. Was war's? Dann wollte Martina Ihnen noch was dazu sagen. Die hat schriftlich die Hand gehoben. Hat es nicht ganz so hinbekommen. Moment, deswegen musste ich jetzt auch suchen. Wo bist du denn da? So, Martina, bitteschön. Ja, ich bin ganz andere, Entschuldigung. Egal. Nach dem Mund, wir kommen nicht aus der Maske, ja. Bitte. Ja, also zu Gabriele vielleicht nochmal als Hilfestellung. Ich bin auch so eine Hashimoto-Patientin und wusel mich jetzt hier durch über verschiedene Angaben. Was mache ich denn? Und es ist genau richtig, was auch gerade Andreas gesagt hat. Ich habe gerade noch mit der Sabine Schade gesprochen, also einer Heilpraktikerin, die sich auf Allergien und den ganzen Stoffwechsel, Darmreinigung auch anbelangt. Und sie sagte dann halt eben, irgendwie kamen wir auf Kohlenhydrate und Brot essen. Und da habe ich gesagt, wie merkt man das denn? Also ich bin ein Allesesser und kann alles vertragen. Ich habe gar keine Probleme. Und er sagt, das meinst du nur. Ja, nämlich gerade dieses Gluten oder dieses letztendlich auch Ligat, dass gerade die Leute, die Immunerkrankungen haben, also auch dieses Hashimoto haben, haben einen kaputten Darm und wissen es nicht. Das gibt es ja auch. Ja, also dass das entsprechend dadurch ausgelöst ist. Also den Hinweis, die jetzt vorhin alle kamen, wunderbar, aber sie hat mir den ganz starken Hinweis gegeben, auch Kohlenhydrate unbedingt mal rauszulassen. Ganz, ganz wichtig.
Ne? Also irgendwo gibt es auch entsprechende Backmischungen, die auch anders zusammengestellt sind, die dann auf Eiweißbasis sind und etc. Also und natürlich, was ja vielleicht deine Bekannte nicht weiß, das habe ich auch schon vor Jahren gehört, Selen, ne? Ziemlich hoch Selen nehmen. Also da muss man wirklich auch nochmal hingucken, was hat sie gemacht und was fehlt ihr eigentlich alles. Ne? Aber das halt eben mit den Nicht-Kohlenhydraten, das habe ich zum Beispiel jetzt auch nicht gewusst. Also das war auch ein ganz tolles Gespräch. Ne? Okay. Ich habe dich mal gerade dazu geschaltet. Du hast ja eh noch die Hand gehoben, aber da es gerade noch um dein Thema geht. Redest du jetzt mit mir? Ja. Ach so. Ja, das ist irgendwie, ja, das ist gut, dass du das sagst. Ich meine, ich kenne die Frau eigentlich gar nicht, aber ich werde dir das dann schon mal so sagen. Und hat sie gemerkt, dass sie eine Glutenunverträglichkeit hat? Ist ihr das mal bekannt, begegnet? Muss genau. Aber nicht. Ne? Habe ich auch gesagt, nö, habe ich nicht. Dann sagst du, das meinst du aber wahrscheinlich nur. Aber wenn du sagst, du bist selber Hashimoto-Patientin und hast das jetzt die ganze Zeit nicht gewusst, was machst du denn? Also was hilft dir denn, ohne das Wissen mit den Kohlenhydraten? Naja, ich sag mal so, der Punkt ist, dass ich leider zurzeit halt eben das klassische Enteroxin vom Arzt nehme und jetzt Informationen sammle, dass ich einfach sage, das ist nicht mehr weiter. Ich bin über 90 Kilo und wenn das so weitergeht, also ich meine, ich war mal über 100, also du hast ja das Gefühl, du platzt gleich. Ne? Das ist ja ganz grausig. Manchmal bist du jetzt auch ganz neu mit den Laminines und diesen Produkten zugange? Ja, was heißt ganz neu? Gute Frage jetzt, Mai. Ich weiß es gar nicht mehr, seit wann ich das nehme. Also ich habe auch mit Digestive erstmal angefangen und dann nehme ich jetzt Laminine und bin aber auch ein sehr großer, wie jetzt gerade, wer war das gerade? Das hat aber was mit meiner mikrobiologischen Ausbildung zu tun, dass ich also auch von der Immune absolut angetan bin. Und da jetzt auch gesagt habe, wir kommen in die Erkältungszeit, jeder Zweite ist verschnupft, so viele Hände waschen kannst du ja gar nicht. Und das Immune mit den drei Heilpilzen, jetzt von der Sabine habe ich erfahren, in Kombination mit den Polyphenolen, die da drin sind, also das ist auch eine Sensation. Aber ich glaube, da können wir würfeln, der eine sagt das, der andere das, also alle vier Produkte sind einfach eine Klasse. Ja, ich habe jetzt, wenn ich jetzt schon freigeschaltet bin, noch kurz eine Frage, dann bin ich auch wieder still. Wenn dieses Digestive genommen wird jetzt, um den Darm sozusagen reinigen, sagen wir ja nicht, wir sagen was anderes. Mich hat nämlich gerade eine gefragt, ist es dann wichtig, hinterher dann mit diesem probiotischen da irgendwie die Darmflora aufzubauen, weil ja manchmal das so ist, dass Ärzte das irgendwie empfehlen, wenn man den gereinigt hat, dass man dann monatelang irgendwas zu sich nehmen muss, um diese probiotischen Dinger da irgendwie reinzumachen. Gabriele, das ist doch Digestive. Naja, deswegen frage ich ja, weil ich bin irgendwie, wie gesagt, ich bin ja noch am Anfang und ich habe manchmal so ein paar Fragen, die sich ein bisschen komisch daherkommen und da wollte ich jetzt einfach nur wissen, also das ist alles da drin, oder wie? Also du kannst mit Digestive keine Darmreinigung in dem Sinn machen. Es gibt Darmreinigungskuren, da sind dann so Flohsamenschalen und weiß ich nicht, was alles drin. Das sind aber zwei Paar Stiefel. Ja, aber ja genau, aber das meine ich ja, aber was sagen wir denn? Wir sagen nicht Darmrein, was machen wir denn dann, wenn wir Digestive nehmen? Wir bauen den Darm auf. Digestive, das hat Probiotika drin. Und was das Besondere ist, das hat die Verdauungsenzyme drin. Ja, das bringt praktisch die Verdauungsenzyme mit, sodass der Darm direkt ganz massiv entlastet wird. Das ist okay, das, was die Leute. Was machen wir dann? Also wir machen den nicht, wir reinigen den nicht, sondern wir bauen ihn auf. Oder? Wir ich versuche jetzt das Wort dafür zu finden. Wir sagen immer ganz normal umgangssprachlich, wir sanieren den. Aha. Aus der Baubranche, das ist gut, das kann ich mir merken. Super. Reinigung reinigt erstmal nur, ne? Viele von denen schädigen eigentlich auch eher noch von diesen Verbrauchern. Ja, genau. Und das Digestive schafft es eben, die ganzen Verdauungstätigkeiten so zu optimieren und zu regulieren, dass er dadurch sich auch sanieren kann. Ne? Und eben genau. Und dadurch, dass die Fähigkeit, Nährstoffe aufzunehmen, einfach auch verbessert wird. Ne? Und da das Digestive eben auch diese Probiotika, diese Sachen alle drin hat, braucht man, nachdem wir das nehmen, nicht noch zusätzlich irgendwie so ein Aufbauprogramm machen. Ihr guckt mich alle so komisch an. Ist die Frage so doof? Oder?
Nein, es gibt sowieso keine doofen Fragen. Jetzt gucken erstmal alle doof, weil sie so ein fieses Handygeräusch hören. Und das liegt daran, dass irgendwo an einem Mikrofon oder an einer Box Handy in der Nähe liegt. Also meins sollte es nicht sein. Aber ansonsten kann eine Frage nicht doof sein. Nee, aber ihr versteht, was ich wissen will, oder? Ja, klar. Aber wie gesagt, haben wir ja jetzt so im Prinzip einigermaßen beantwortet. Also ist das nicht nötig, nach Digestive noch irgendwelche komischen Sachen da hinterher reinzupfeifen zum Aufbau? Gut, dann werde ich das so beantworten. Nicht, gell? Da Dankeschön. Kein Thema, dafür machen wir das ja hier. Gell? Danke auch Martina für deinen Beitrag und deine Erfahrung. Ne? Hat der Gabriele gerade geholfen, denke ich mal, und gut gepasst. Von Betroffenen ist es immer leichter, da auch Meinungen annehmen zu können, ne? Als von, ja, von Leuten, die einfach nur meins wüssten es, wie manche Ärzte vielleicht oder, naja, ich will nicht hetzen. So, okay, ansonsten wollte ich noch aber auch darauf hinweisen, gerade wo wir darüber sprechen, welche Erfahrungen es doch gibt und welche Wirkungen denn bekannt sind schon von Leuten, die das erlebt haben, auf unsere Gruppen, ja, bei Facebook. Unsere Austauschgruppe, in der wir uns direkt austauschen, hier auch mit den Heilpraktikern und den Erfahreneren, aber auch die anderen, die richtigen Facebook-Gruppen, wo man also auch suchen kann nach Einträgen zu dem Thema bezogen, die sind schon da sehr hilfreich. Ne? Da gibt es ganz viele Erfahrungen, gerade so in dem Bereich Autoimmunerkrankungen, weil die halt, ja, weil man da halt häufig wirklich schnell oder auch zuverlässige Ergebnisse erwarten kann, sage ich mal. Ne? Das gilt nicht immer für alle und nicht für jeden gleichermaßen und auch nicht gleich schnell, aber die Erfahrungswerte sind ja da. Wir machen das jetzt hier heute auch zum 32. Mal. Also da haben wir auch schon so viele Geschichten und Erfahrungen gehört. Glaubt mir, da ist viel bekannt. Schaut da auch ab und zu mal rein. Und informiert euch so ein bisschen selbst, weil alles, was man mal gelesen hat, das hat man auch viel besser abgespeichert. Ja, sonst habe ich im Moment keine Wortmeldung von niemandem, auch noch nicht mal von rechts. Wenn das so bleibt, dann scheint es so, als hätten wir heute alle Fragen zumindest schon mal beantwortet. Und der Redebedarf, dem ist Genüge getan. Dann machen wir heute was? Doch noch jemand wieder zum Schluss? Wer denn? Christian? Stimmt das? Ja? Okay, dann schalte ich dich kurz rein. Hallo. Genau, hi, grüßt euch. Hi, grüß. Ich hab eine Frage, wie ist denn das bei trockener Kopfhaut oder allgemein trockener Haut? Hilft es denn Lemminein auch? Weil ich habe das wirklich seit Kind auf und im Winter ist es besonders krass. Dass da meine Haut besonders austrocknet. Gerade Kopfhaut, das ist richtig ätzend. Naja. Ja, kann ich verstehen. Ja. Da können wir es eigentlich wieder nur bestätigen. Lemminein hilft bei allem, was im Körper problematisch ist, ne? Reguliert werden muss, repariert werden muss oder eben. Ja. Aber gerade so Sachen, die eben auf der Haut stattfinden, jetzt spiele ich hier schon den Heilpraktiker, ist schon etwas leicht. Aber ihr wisst ja alle, ich bin keiner, ich kann hier nur von meiner Erfahrung sprechen, aber aus meiner Erfahrung der Leute weiß ich, dass alle Sachen, die also über die Haut laufen, ganz oft anders begründet sind. Ne? Und da kann ich dir einfach nur die Hoffnung schon mal geben, dass Lemminein, der da langfristig helfen kann, wie gesagt, ja bei vielerlei Problemen. Ansonsten, Jacqueline, deine Tochter hatte Probleme mit dem Haarwachstum. Jetzt haben wir hier trockene Kopfhaut. Kannst du da speziell was sagen? Speziell oder nicht, aber ich sehe es. Oder soll man noch irgendwelches Kokosöl drüber schmieren? Ich bin immer so jemand, der sagt, so wenig wie möglich schmieren, weil je mehr ich schmiere, desto mehr hört meine Haut natürlich auch auf, selber zu produzieren. Ne? Ich habe viele Neurodermitiker in der Praxis und wenn die das erste Mal kommen, haben die meistens einen Korb voll Cremes und Lotionen und Zeugs dabei. Und je mehr man schmiert, desto weniger, wie gesagt, macht die Haut selber. Also ich würde jetzt an deiner Stelle erst einmal 3 Monate abwarten, Christian. Ich denke, dann kannst du es wirklich beurteilen. Die Haut ist im Grunde ein Organ, was dann reagiert, wenn Leber, Niere und Darm nicht mehr so richtig funktionieren. Also auch wieder Thema Entgiftung.
Und meine Erfahrung mit Laminein ist wirklich auch, dass es ganz toll hilft bei Hautsachen, auch bei Schuppenflechte. Ne? Und Schuppenflechte ist ja nun auch wirklich eine richtig fiese Erkrankung der Haut. Ja, na, ich habe das seit der Schulzeit habe ich das bekommen. Das war irgendwann mal in der 4. Klasse damals, wo das so richtig angefangen hat, so an der Kopfhaut, speziell im Winter dann. Das war ja wie, weiß ich nicht, wenn man mit dem Kamm durchmarschiert ist, das war... Hat es gerieselt? Ja, aber wie verrückt. Dann ist das eine Form von Schuppenflechte. Dann ist das nicht nur trockene Kopfhaut, sondern wahrscheinlich schon eine Form von Schuppenflechte. Und da bist mit Laminein und Co. definitiv auf dem richtigen Weg. Das ist doch optimal. Ich hoffe, also ich sag mal, die ganzen Shampoos, die ich in den Laufe der Jahre ausprobiert habe, das hat gar nichts funktioniert. Nichts. Das kommt selbst, von innen. Das ist ja etwas, das von also innen noch, kommt. Mhm. Von dem her muss es auch von innen letztendlich wieder repariert werden. Okay. Ja, also cool. Aber da glaube ich schon. Also da habe ich ein gutes Gefühl, dass das sicherlich was hilft. Ich jetzt auch. Sehr schön. Gut zu wissen. Also zusammengefasst, Laminein sowieso für die Behandlung von Problemen. Ne? Und dann gab es aber auch noch hier den Hinweis im Chat, da kann man auch, man kann natürlich auch Symptombehandlung ein bisschen machen, unterstützen. Ne? Und dazu gibt es vielerlei Möglichkeiten. Ne? Wir wissen, unser Serum ist toll in allerlei Belangen. Und man kann auch so eine Kapsel mal aufmachen, auflösen in Wasser oder in Aloe Vera und kann sich das draufschmieren. Das hilft auch akut, zum Beispiel bei irgendwelchen traumatischen Verletzungen, also hier Schürfwunden oder sonstiges, habe ich auch schon gemacht. Einfach so, um es zu probieren, das kann man immer machen. Gell? Aber ansonsten ein bisschen Geduld und dann reguliert sich alles so sehr von allein. Ich habe überhaupt keine Hautprobleme mehr, hatte die aber früher auch immer mal. Das wird schon, das kann schon gut werden. So, dann haben kann wir... Kann ich noch das Wort zum Donnerstag sagen? Liliane wollte eh auch noch was sagen. Was? Wenn du jetzt Abschiedsworte sagen wolltest, die Liliane wollte auch noch was sagen. Dann nehmen wir Abschied bin ich noch nicht, okay. So weit leider nicht. Nee, ich habe mich heute mal und gestern mit Studien beschäftigt, mit wissenschaftlichen Studien. Die Firma macht ja natürlich eben auch wirklich nachvollziehbare wissenschaftliche Doppelblindstudien. Also ich mag solche Sachen, also ich mag mich da eigentlich auch nicht reinknien, aber mich hat es jetzt einfach mal interessiert, was es denn da eigentlich gibt und was vor allem auch für uns verwertbar ist. Und eins hat mir besonders gut gefallen, ich nenne es jetzt mal so die Cholesterinstudie. Da wurden also Gruppen gemacht, das waren Leute, die hatten Bluthochdruck und die Blutfettwerte stimmten halt nicht. Ne? Zu hohes Cholesterin, zu hohe Triglyceride, dann waren noch HDL und LDL im Ungleichgewicht, aber hauptsächlich eben zu hoher Blutdruck und diese zu hohen Blutfettwerte, was ja Risikofaktoren für Schlaganfall und Herzinfarkt sind. Und da gab es also mehrere Gruppen. Eine Gruppe hat FGF2 bekommen, also jetzt nicht unbedingt Laminein, aber FGF2 und Omega, ja, in dieser Kombination. Und die anderen Gruppen, die haben eben blutdrucksenkende Medikamente bekommen. Es war wirklich eine Medikamententestung. Und das Ergebnis war wie folgt. Es gab nämlich eine signifikante Senkung des Cholesterinwertes. Wenn in einer Studie signifikant steht, dann ist es quasi immer bewiesen, dass es hilft. Ja, es gibt ja, es kann ja immer so Zufallsschwankungen sein, aber signifikant bedeutet immer, es hilft wirklich. Es ist also mehr, weit mehr, als der Zufall zulassen würde. Ja, das heißt, der Cholesterinwert, der bei uns in Deutschland wirklich ein Riesenproblem ist und natürlich auch ein riesiger Markt für die Pharmaindustrie, der wurde hier in Richtung normal gesenkt. Und der Blutdruck eben auch. Ja, das hängt ja sehr zusammen. Also Blutfettwerte und erhöhter Blutdruck und so, das hängt zusammen. Die Triglyceride sind gesunken. Das gute Cholesterin ist gestiegen. Das schlechte Cholesterin ist gesunken. Also es war wirklich optimal in dieser Kombination von FGF2 und Omega. Und es steht ausdrücklich in dieser Studie noch drin, dass kein getestetes Blutdruckmedikament oder Medikamente, die Blutdruck senken und Cholesterinwerte senken sollten, ein ähnlich gutes Ergebnis hatte wie die Kombination von FGF2 und Omega. Aber wirklich, wie gesagt, die Kombination.
Und ich dachte, das ist doch einmal noch was, das habe ich heute auch wirklich in meine Gruppe gestellt, weil es gibt so unglaublich viele Menschen, die Blutdrucksenker nehmen. Ja, wenn man denen einfach einmal was anderes anbietet, wo wirklich auch eine Studie dahinter steht, ja, wie viele Menschen wollen von uns immer Beweise haben. Ja, du kannst ja viel erzählen. Ja, aber hier kannst du dann wirklich sogar noch mit der Studie um die Kurve kommen, ja, und sagen, hier, da steht's, wissenschaftlich erwiesen. Ja, das war's jetzt mal noch dazu, weil ich denke, die meisten Leute lesen diese Studie nicht. Die stehen alle im Backoffice. Ja, da kann man sich wirklich dann auch da ein bisschen reinknien und reinhängen. Aber ich habe das in den ersten Monaten natürlich auch nicht gemacht. Ja, aber schon interessant und bemerkenswert, gerade wenn man es immer so interpretiert bekommt auch mal, ne? Dass man das so versteht, das ist ja manchmal das Problem. Aber da kann ich auch noch darauf hinweisen, auf nächsten Donnerstag, am 30.11., da wird ja auch Dr. Anduja in Deutschland sein, und zwar in Stuttgart. Wer es noch nicht gemacht hat, Tickets sind noch verfügbar, ganz schnell buchen, kosten nur 10 Euro. Und auch da wird es um neueste wissenschaftliche Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Abteilung der Firma geben. Der Dr. Anduja wird erklären, da wird uns bestimmt auch noch viel erwarten, was wir da Neues hören können. Aber danke dafür, Jacqueline. Immer gut, sowas auch zu hören. Und die Beweise sind ja dann da. So, ja, dann ist die Liane jetzt dran. Die hat sich gemeldet. Liane, du bist freigeschaltet. Bitteschön. Hallo. Hallo. Ich wollte noch mal darauf eingehen, was der Christian sagte. Also wir müssen jetzt ein bisschen differenzieren. Ich bin von Haus aus Friseurmeister. Daher weiß ich mich, kenne ich mich ein bisschen bei der Kopfhaut aus. Also wir können jetzt nicht die Haut im Allgemeinen hier benennen. Also wir haben unterschiedliche Hautareale am Körper und die Kopfhaut ist nicht die gleiche Konsistenz der Haut oder die gleiche Beschaffenheit der Haut wie das Gesicht. Das heißt also, wenn man zu trockene Kopfhaut hat, dann hat das Ursachen oftmals mechanische oder physikalische. Und da hilft zum Beispiel Arganöl oder Aloe Vera oder Shea Butter. Und die Ursachen sind, dass man Kopfbedeckung täglich trägt, dass man täglich Haare wäscht, dass man falsches Shampoo hat und so weiter. Da ist Laminine sicherlich hilfreich, aber in erster Linie müsste man wissen, wodurch das vielleicht passiert ist oder was die Ursachen sind, um dann darauf Einfluss zu nehmen. Das heißt also, Haare waschen jeden Tag ist schon mal eine wunderbare Ursache, um trockene Kopfhaut zu generieren. Zweitens dann die Kopfbedeckung. Das ist also atmungsinaktiv auf der Kopfhaut. Man muss sich vorstellen, dass die Kopfhaut eine völlig andere Funktion hat als die Gesichtshaut. Das heißt also, dass wir da ein kleines bisschen Unterschiede machen müssten. Das wollte ich eigentlich jetzt nur noch mal nennen. Wir können das nicht so ganz verallgemeinern. Sorry, trockene Lippen, Mund. Wir können das nicht so ganz verallgemeinern. Während wenn du jetzt für dieses mit dem Lamiderm in Kombination mit Shea Butter ins Gesicht gehst zum Beispiel, dann hast du einen wahnsinnig schnellen Effekt, dass die trockene Haut sich verringert, absolut. Während du das ganz schlecht auf der Kopfhaut realisieren kannst, weil wie sieht das aus, wenn du da so eine Shea Butter Fett hast oder Arganöl Fett im Gesicht, das ist natürlich, da geht keiner mit raus, gerade nicht, wenn man jeden Tag arbeiten gehen muss. Das heißt, man muss mal gucken, wie sind seine Gepflogenheiten, wie geht man mit seiner Kopfhaut um, welche Shampoo nehme ich. Ich kann da empfehlen, das Shampoo, es gibt auch Shampoo mit Arganöl, aber auch Avocado, sodass du eigentlich, sag ich mal, versuchst, nicht täglich deine Haare zu waschen, wenn du es dann tust, dass du versuchst, deine Mütze oder was du da trägst, nach Möglichkeit so wenig wie möglich mal abzusetzen. Und dann sind natürlich auch, so wenig wie möglich zu tragen, sorry. Dann ist natürlich auch die trockene Luft von der Heizung ursächlich dafür. Es kann ganz viele Ursachen haben. Mir war nur wichtig, dass hier jetzt nicht gesagt wird, Lamiderm ist hilfreich und das wird schon. Also das heißt nicht automatisch, dass Lamiderm auch die Wirkung auf die Kopfhaut hat wie im Gesicht oder am Rest des Körpers. Da müssen wir ein bisschen unterscheiden. Das ist schon ganz wichtig. Weil wenn deine Ursachenforschung, sag ich mal, wenn du die hast und weißt, wo das herkommen könnte und da was änderst, dann hast du schon mal den ersten Schritt gemacht und dann unterstützt Laminine auch die Folgen. Ja, während Jacqueline recht hat, nicht so viel schmieren, betrifft aber dann die Gesichtshaut und die Körperhaut. Körperhaut sowieso nicht. Zu viel Creme und Schmieren, das ist gar nicht gut. Aber Gesichtshaut sollte man dann
Naturprodukte nehmen. Und was ich gemacht habe, ich nehme jetzt das Lemmiderm seit 8 Wochen. Stimmt nicht, seit 6 Wochen. Und habe angefangen, ich habe von Haus aus eine ganz trockene Haut. Wenn ich ein bisschen Wasser ins Gesicht kriege, da tut richtig weh, so strömt die. So, und ich setze das Lemmiderm an und nehme danach die Shea Butter und ich brauche nicht mehr nach Creme am Tag. Und zur Nacht nehme ich nur das Lemmiderm, weil da ist das wieder, was Jacqueline gesagt hat, nicht so viel schmieren. Gerade zur Nacht braucht man nicht so viel Creme ins Gesicht. Und also ich habe überhaupt keine Probleme mehr. Und wenn man einmal am Tag, also am Morgen sich eincremt und man braucht es über den Tag nicht mehr zu tun, dann hat man die richtige Creme. Muss man mehrmals am Tag cremen, weil die Haut wieder strömt, ist es nicht die richtige Creme. Das ist so ein aus der Kosmetik so ein Leitfaden, den wir da haben. Wenn wir mit Kunden uns unterhalten und fragen, wo das Problem liegt und so weiter. Aber was die Haare angeht, wie gesagt, Föhn, Kopfbedeckung, jeden Tag waschen, das sind alles Ursachen, warum die Haut trocken sein kann. Ja, das war nur noch mal so ein Hinweis, dass man das nicht durcheinander bringt. Also Kopfhaut und Gesichtshaut und Körperhaut sind nicht gleich. Auch nicht in ihrer Funktion. Okay, ja, das war's schon. Dann vielen Dank, war ja ein wertvoller Hinweis. Christian, dann schalte ich dich noch mal frei. Entschuldigung, kriege ich gerade nicht hin. Aber es sah so aus, als wärst du da. Ah, jetzt geht's. Jetzt klappt's, ja. Ja, genau. Ich warte mal, was? Shea Butter oder? Shea. Ich habe das nicht richtig verstanden. Was ist das? Ich schreibe das mal in den Chat. Genau. Schreib's rein, dann kann man es. Ja. Mhm. Da hast du recht, ja. Ich trage halt oft eine Mütze, halt gerade im Winter. Ja, und. Ja, ich wasche jeden Tag meine Haare. Ist nicht so gut, oder? Also das Haare waschen jeden Tag, da können sich diese Talgdrüsen, Drüsen, die verantwortlich sind, dass die Kopfhaut durchblutet und durchfettet wird, die können sich gar nicht regenerieren. Die haben gar nicht Zeit, ihre Funktion aufzunehmen, weil das jedes Mal wieder durch das Waschen weggenommen wird. Ja, deswegen ist das überhaupt nicht gut, jeden Tag Haare zu waschen. Es ist auch nicht gut, jeden Tag zu duschen, ob ihr es glaubt oder nicht, aber es ist so. Aber wenn ihr bedingt durch die Arbeit das macht, weil jeder das aus hygienischen Ansprüchen für sich braucht, dann versuchen nicht so viel Duschgel zu nehmen, sondern vielleicht einfach nur mit warmem, klarem Wasser reicht mitunter schon, damit diese Oberfläche der Haut nicht zerstört wird. Viele Menschen wissen gar nicht, was sie sich da eigentlich Schädliches antun mit. Und wundern sich, dass dann hier bei Wetterumschwung oder also auch hartes Wasser kann ursächlich für zu trockene Kopfhaut sein, ganz nebenbei gesagt. Ja, so, das sind so Sachen, jeder reagiert anders. Und wenn man jetzt zum Beispiel seine Oberfläche an der Haut zu doll reinigt, weil man glaubt, man riecht nicht gut oder man ist schmutzig oder was aus. Ich nehme jetzt mal die Leute, die in einem Beruf arbeiten, der staubig und dreckig ist, die nehme ich jetzt mal bitte aus. Ja? Also ich rede von ganz normalen, alltäglichen Dingen, die man tut, ohne dass man so in Dreck sich bewegt. Da ist das eben so, dass die Haut, wenn dann jetzt von außen was kommt, wie eine Infektion, ob das die Grippe ist, eine Grippe vielleicht nur nicht so gerade, das ist ja mehr über Nase, Mund und was weiß ich, aber so andere Sachen, die sich übertragen können, dann wundert man sich, dass man so empfindlich ist und so schnell reagiert. Das ist überhaupt kein Wunder, weil die Oberfläche der Haut ist nicht in Ordnung. Die ist einfach unterbrochen und nicht geschlossen und kann ihrer Funktion gar nicht nachkommen. Also Haut war ein Hauptthema im Friseur- und Kosmetikbereich in meiner Zeit, wo ich aktiv am Stuhl und am sogenannten Kosmetikbett gearbeitet habe. Und die meisten Menschen wissen es einfach nicht, machen einfach das, was sie mal gelernt haben. Und gucken auch nach dem Preis, was ihre Produkte angeht, weil sie einfach finanziell da hingucken müssen. Das ist auch kein Vorwurf, sondern einfach nur, weil es in dieser Runde, das sind Dinge, die kann Lamiderm alleine nicht bewältigen. Das geht gar nicht. Ja, die kann unterstützend wirken und kann, sag ich mal, das Ganze forcieren, dass es eben sich ausgleicht. Aber man muss selber natürlich dann mitarbeiten, sonst wird das nichts. Und was die Shea Butter angeht, da müsst ihr darauf achten, es muss natürliche, originale Shea Butter sein. Die sieht gelb aus. Nicht die weiße, die man so in Läden kriegt. Das muss eine originale sein, sonst macht das überhaupt keinen Sinn. Weil die ist,
die muss richtig roh, die muss richtig eine rohe, natürliche Schäferte. Danach müsst ihr dann gucken, wenn ihr das mal wissen wollt. Das schmiere ich mir auf die Kopfhaut, oder? Ja, das machst du dir zwischendurch auf die Kopfhaut. Wenn du weißt, du musst heute nicht mehr los, meinetwegen zur Nacht. Mhm. Und wenn du dann am nächsten Morgen duscht oder dir die Haare nur wäscht, dann ist das okay. Aber die hinterlässt einen wahnsinnig guten Schutzfilm und sie regeneriert auch die Probleme auf der Haut. Sie reguliert auch Schmerzen, wenn man es auf die Schulter aufträgt und man hat so einen Schmerz in den Schultern, auch das hilft. Einfach einmassieren und schon werdet ihr merken, dass der Schmerz sich reduziert. Oder Arganöl. Oder Arganöl. Arganöl ist auch hilfreich, auch für die Haut im Gesicht. Gut. Okay? Super. Okay, danke. Danke dir auch, Liane, für deine wertvollen Hinweise. Das muss man natürlich wissen und Ursachen müssen ja sowieso immer angegangen werden, ne? Egal bei welchem gesundheitlichen Thema. Das ist natürlich klar. Ansonsten auch noch gut zu wissen vielleicht zu dem, was du gesagt hast. Schweiß ist zum Beispiel wasserlöslich. Ne? Da braucht man gar keine Seife, um den runterzukriegen. Also wenn man jetzt nur mal ein bisschen zu viel geheizt hat, dann reicht es eigentlich auch, sich einfach unter das Wasser zu stellen. Und dann ist der Schweiß zumindest auch weg. Gell? So viel weiß ich. Okay, gut. Dann haben wir die Frage, glaube ich, geklärt für heute. Wir haben jetzt auch fast 10. Jetzt machen wir mal langsam Schluss. Also wir brauchen ja auch unseren Schlaf. So viel ist auch sicher. Dann bedanke ich mich, dass ihr alle wieder da wart und euch so beteiligt habt. Wir konnten ein paar Fragen klären. Schön, immer wieder hier zu sein und das hier zu machen. So viel kann ich nur sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke an die Fachleute zur Unterstützung, die da waren. Wie immer stellen wir die Aufzeichnung in der Gruppe auch zur Verfügung zum Nachgucken, zum Zeigen und zum Überzeugen von anderen. Also dann, schönen Abend euch, macht's gut, habt euch wohl und bis bald wieder hier. Macht's gut, tschüss.